Meine Gedanken zu dem Thema Bewusstsein, Bewusstsein und Gedanken. Unser Leben ist eine Bewegung unseres Bewusstseins, in dem wir gefangen sind. Meistens bewegt es sich in Richtung Zukunft oder Vergangenheit und sollte aber eigentlich ins Jetzt gebracht werden. Weil nur im Jetzt das Erwachen stattfindet. Handeln im Jetzt, im vollen, reinen Bewusstsein ist kaum möglich, da die anderen Aspekte laufend mit hineinspielen. Und die anderen Aspekte sind Konditionierungen, Gewohnheitsenergien und Erfahrungen. Durch unsere Erfahrungen und Einsichten verändert sich auch unser Bewusstsein. So wie sich laufend alles in der Bewegung und Veränderung befindet. Bewusstsein bedeutet auch immer, dieser Moment, in dem ich mich jetzt befinde, in dem habe ich eine bestimmte Vorstellung von der Welt und von den Dingen der Welt, die ich bis hierher für mich erfahren habe. Bewegung bedeutet, es fließt, was nicht heißt, dass unser Leben wirklich in Fluss ist. Wir haben auch Zeiten der Stagnation. Hier entsteht das Bild bei mir eines Sees. Ein See, der steht, also im Stau ist und damit in der Ruhe auch. Und diese Ruhe bringt ein Spiegelbild hervor. Das heißt, dieser See, der also oben eine ganz schöne glatte Oberfläche hat, spiegelt alles wider, was um ihn herum ist. Kommt aber Wind auf, dann verändert sich das Ganze. Er spiegelt stets das Jetzt, den Augenblick. So ist es auch mit unserem Geist. Wenn wir ihn zur Ruhe kommen lassen, kann er alle negativen Dinge transformieren, neutralisieren und unsere Schönheit und Freude widerspiegeln. So wie der See natürlich auch die Schönheit, wenn er ganz still ist, von drumherum widerspiegelt. Die Schönheit der Natur oder Menschen, die in den See gerade schauen oder Tiere, die reinschauen, was immer auch da drumherum ist. Gibt's auch so eine schöne Geschichte von einem Hund, der unglaublich viel Durst hatte und dann zum See marschiert ist, um da zu trinken. Und wie er sich runterbeugt und trinken will, da sieht er einen anderen Hund unten und er erschrickt sich und läuft davon. Nach einer Zeit, nachdem er auch nichts anderes gefunden hat, macht er sich wieder auf den See zum Weg, auf den Weg zum See und er schaut nicht rein, sondern er springt einfach rein, weil er so viel Durst hat und trinkt dann. Und damit ist er auch nicht mehr seinem Spiegelbild begegnet. Wie gesagt, wenn Wind aufkommt, entstehen Wellen, Unruhe, Verzerrungen, ähnlich in unserem Geist durch die vielen Gedanken. Wir sehen nicht mehr das Gesehene, wir hören nicht mehr das Gehörte, weil wir es mit unseren Gedanken verbinden und beginnen zu bewerten. Ein schönes Beispiel dazu ist, ich sehe eine gelbe Blume. Das wäre jetzt neutral. Am Weg steht eine gelbe Blume. Aha, ich sehe sie nur, gelbe Blume. In dem Moment, wo ich aber den Weg entlang gehe und sage, oh, eine schöne gelbe Blume, dann habe ich schon wieder bewertet und ich habe meine Gedanken drin und zu den Gedanken auch Gefühle, weil wenn sie schön ist, für mich entsteht auch das Gefühl, Freude nämlich, diese schöne gelbe Blume wahrzunehmen. Und in dem Moment bin ich in einer anderen Wahrnehmung. Das Negative dazu wäre, ich höre eine menschliche Stimme. Eine Stimme zu hören ist neutral. Höre ich aber eine unangenehme Stimme, ist es nicht mehr neutral, weil es macht wieder was mit mir. Es bringt wieder Gedanken hervor. Ich fange an zu bewerten. Ist es eine hohe Stimme, denke ich mir. Guck erstmal, wie ist denn das ein Erwachsener, so eine hohe Stimme, Kinderstimme, nicht erwachsen geworden. Lauter so Dinge kommen dann bei uns, die wir dann in unserem Kopf hin und her schieben.
Und es ist dann nicht mehr diese ganz neutrale Wahrnehmung des Hier und Jetzt, diese gedankenfreie Wahrnehmung, sondern die bewertete. Und darum geht es immer wieder, dass wir uns immer wieder mal zurücknehmen auch und die Dinge einfach versuchen, mal nur ganz neutral zu betrachten. Dabei unsere Gedanken loslassen und das Gesehene nur zu sehen, das Gehörte nur zu hören. In unserem Bewusstsein ist haben wollen oder nicht haben wollen. Wenn wir wirklich in jedem Augenblick im Hier und Jetzt bleiben können, sind wir in der Reinheit des Bewusstseins und nicht in der Illusion unserer kreierten Bilder. Die Atempraxis ist eine Grundlage im Buddhismus. In dem Moment, wo ich die Achtsamkeit auf meinen Körper und Geist lenke, bemerke ich die Veränderung. Beispiel: Ich bekomme einen Brief mit einer massiven Anklage. Meine Körpergefühle gehen sofort auf Alarm. Ängste steigen auf. Ängste sind zum Beispiel die Wurzeln, das heißt die Wurzeln der Angst ist die gefühlte Trennung von ich, von mir und dem anderen, ich und du. Das heißt also, meine Gefühle fangen an, meinen ganzen Körper, meinen Geist, alles in Bewegung zu bringen. Und wenn es negativ ist, dann bin ich außer mir. Und ich bin auch gar nicht mehr in der Lage, vernünftig zu denken und zu handeln. Hier spielen natürlich alte Erfahrungen mit, die ich irgendwann gemacht habe. Das heißt, es kommen Dinge mit ins Spiel, die irgendwann bei mir schon mal erlebt wurden. Manchmal sind da auch Dinge, an die wir uns gar nicht mehr erinnern. Die kommen plötzlich aus unserem Unterbewusstsein hoch und wir wissen nicht, woher sie kommen, wann da was war. Wir haben nur so eine diffuse Ahnung. Irgendwann hatte ich schon mal was Ähnliches, aber wir wissen eigentlich nichts mehr darüber. Halten wir daran fest, sind wir gefangen. Mit der Achtsamkeit auf den Atem und auf unsere Gefühle kommen wir aus diesem Zustand heraus. Ruhe breitet sich aus und wir beginnen, klärende Gedanken zu entwickeln. Ich habe schon mal darüber berichtet, denke ich, wie schön es ist, so etwas zu erfahren. Und dabei ist mir so bewusst geworden, wie gerade in solchen Situationen Meditation, sich zurückzunehmen, aufs Kissen zu setzen und einfach nur die Gefühle wahrzunehmen, die da sind, wie wichtig das ist und wie das Veränderung schafft. Ich weiß noch ganz genau, wie diese Situation stattgefunden hat und bin heute an einem Punkt, wo ich denke, das ist alles vorbei, das war alles. Ich bin unlängst mal wieder auf dieses Gespräch gekommen, weil da noch ein Zusammenhang mit dranhängt und habe mir dann die Frage gestellt, hat es eigentlich, das heißt, ich habe erstmal die Frage gestellt bekommen, hat das was hinterlassen bei mir? Eine Verwundung, eine Verletzung? Und so spontan habe ich geantwortet, nein. Habe mich dann aber lange damit beschäftigt und wirklich versucht zu gucken, war da eigentlich nie was? Habe ich das alles so ablegen können? Weil heute mein Gefühl zu meiner Tochter ist liebevoll, herzlich und ich meine, da ist nichts mehr. Aber ich denke, ich muss wirklich mal ganz tief reinschauen, ob da wirklich nichts mehr ist. Das ist natürlich jetzt meine Momentanaufnahme in unserer Begegnung, die wir hatten, die sehr schön war und die mich alles hat vergessen lassen. Die Frage ist dann doch noch, ist wirklich alles vergessen? Also halten wir daran fest, sind wir gefangen. Das ist immer wieder etwas, was wir uns dann auch bewusst machen müssen. Und ich denke mir auch, will ich das wieder angucken? Will ich mich da wieder reinbegeben? Will ich mich wieder fangen lassen? Unsere Beziehung zur Welt, das heißt, wie wir die Welt wahrnehmen, erzeugen in uns Fluss, Freude oder Stau, Leid.
Wir können uns die Empfindungen und Gefühle bewusst machen und darauf reagieren. Zum Beispiel mit Blutdruck. Er kann nach oben und nach unten gehen. Meistens, wenn wir in Erregung sind, geht er nach oben. Und zwar ziemlich massiv. Wir können Schweißausbruch kriegen. Wir können auch beginnen zu frösteln. Alle möglichen Körperzeichen können sich da einstellen. Das heißt, der Körper kommt in Bewegung. Positiv oder negativ. Es können natürlich auch Situationen sein, die freudig sind. Und dann entsteht eine Weite, ein offenes Herz, Freude. Eine große Hilfe, um mit dieser Situation fertig zu werden, ist, wie ich schon gesagt habe, die Sitzmeditation, aber auch die Gehmeditation. Beides. Manche Menschen können dann nicht in der Ruhe sitzen, die müssen gehen. Aber auch das ist eine wunderbare Möglichkeit. Wichtig ist nur, dass wir ganz bei unserem Körpergefühl bleiben. Nicht reflektieren über die Situation, sondern uns einfach nur in unserem Körpergefühl wahrnehmen. Das ist das Wichtigste im Moment. Das ist viel wichtiger wie unsere Gedanken, weil die Gedanken, die sind ja schon in einem Rad drin, die ja uns, die gar nicht mehr neutral sind, die auch gar nicht mehr realistisch sind, sondern da läuft so viel, die müssen wir ganz außen vor lassen. Aber unser Gefühl und mit unserem Gefühl und mit der Ruhe, die wir dann da reinkriegen, können sich auch die Gedanken wieder ordnen. Das heißt, wir können sie neu ordnen. Der Thai sagt, wir müssen bloß sitzen, bloß. Während wir Sitzmeditation üben, müssen wir vollkommen gelassen sein. Jeder Muskel des Körpers sollte entspannt sein. Aufrecht sitzen, ohne Mühe und Anstrengung, ohne Erwartungshaltung, ohne etwas erreichen zu wollen, nur zu atmen und hinzuspüren. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, sich nur wahrzunehmen. Zu spüren, ich sitze auf dem Kissen, ich spüre meine Höcker hier am Kissen und ich nehme mich wahr in dem, was im Moment gerade da ist. Das Klopfen meines Herzens, das manchmal bis oben zum Hals raufschlägt. Und dann natürlich auch, wenn wir sitzen, wie es sich beruhigt, wie alles still wird wieder in uns und zufrieden kommt. Und es ist ein wunderschönes Gefühl, das wahrzunehmen, dass sich da tatsächlich dann auch was verändert. Niemand kann in der Kunst der Meditation wirklich Erfolg haben, ohne durch das Tor des Atems zu gehen. Der Atem ist das Allerwichtigste dabei. Immer wieder ein. Ich mache mir bewusst, dass ich einatme. Aus. Ich mache mir bewusst, dass ich ausatme. Die Übung des bewussten Atmens öffnet die Tür zum Innehalten und tiefen Schauen, was uns schließlich in die Domäne von Konzentration und Einsicht führt. Und da wollen wir hin, dass sich unsere Gedanken langsam wieder beruhigen und dass wir damit wirklich tiefe Einsicht kriegen in das, was jetzt bei uns abgelaufen ist. Und damit hört es auch auf, dass wir zu Schuldzuweisungen kommen, dass wir die Dinge im Draußen suchen, anstatt uns selbst anzuschauen und zu gucken, einfach in dieser neutralen Form, was mache ich jetzt, wo bin ich jetzt und wie kann ich da wieder zufrieden kommen. Je kontinuierlicher wir Meditation praktizieren, umso leichter sind wir in schwierigen Situationen in der Lage, diese zu meistern. Es ist einfach so. Ich bin auch immer wieder sehr dankbar, dass wenn ich mich dann aufs Kissen setze, merke, dass da Veränderung entsteht. Und es ist viele, viele Jahre nicht der Fall gewesen. Ich habe mich hingesetzt und bin dann in meine Gedanken gegangen und dann hat sich nichts verändert. Bis ich eben immer wieder durch Thais Aufmerksamkeit, durch Thais Rede, durch Thais Hinweise auf das Praktizieren langsam begriffen habe, worum es wirklich geht. Und dabei geholfen hat mir auch noch,
die stetige Aussage von dieser Meditationslehrerin Ruth Dennison, die auch immer wieder sagt, nimm dich in deinen Gefühlen wahr. Die hat nichts weiter gemacht, die hat überhaupt nichts weiter groß gepredigt oder vorgetragen. Sie hat immer nur gesagt, nehmt eure Gefühle wahr und sonst gar nichts. Und damit sind viele Menschen sehr weit gekommen. Die Atembetrachtung hilft uns, die 7 positiven Formen zu leben. Es sind die 7 Glieder der Erleuchtung, nämlich Achtsamkeit, Ergründung der Dhammas, Tatkraft, Freude, Geistesruhe, Sammlung, Konzentration und Gleichmut. Der Gleichmut ist so was Schönes. Wenn man nicht gleich aufbrausen muss, wenn man nicht gleich mit dem ganzen, mit der ganzen Gefühlswelt wo einsteigen muss, sondern erstmal bei sich bleiben kann, erstmal sagen kann, das ist eine Situation, die ist jetzt so. Und jetzt bleibe ich erstmal in aller Ruhe, fange an, für mich zu sortieren. Setze mich auf mein Kissen, einatmend nehme ich wahr, dass ich einatme. Ausatmend nehme ich wahr, dass ich ausatme. Einatmend umarme ich meine Gefühle, mache sie mir bewusst. Ausatmend nehme ich die Veränderung meiner Gefühle wahr. Ein Beispiel dazu. Ich atme ein und fühle, da ist Ärger. Ich atme aus und umarme den Ärger mit all meiner Energie der Liebe. Wie der Teil so schön geschrieben hat, umarme deine Wut. Wut oder Ärger. Auf diese Art wird Ärger nicht unterdrückt, sondern kann langsam weniger werden. Viele sagen dann immer, naja, dann unterdrückst du deinen Ärger. Nee, das ist nicht so. Wir machen ihn uns bewusst, wir nehmen ihn wahr und wir beginnen ihn zu umarmen. Und das ist ein ganz anderer Vorgang, wie wenn ich sage, ach komm, jetzt übe ich Gleichmut und ich lasse das. Das wäre es nicht, sondern ihn wirklich anzuschauen, das ist das Wichtige dabei. Wie er sich wieder anfühlt. Das heißt, wir nehmen wieder unseren Körper wahr und da nehmen wir mit gleichzeitig unseren Ärger wahr. Und das ist immer dieses gleiche Spiel, dieses Gefühl im Körper zu erspüren und da dann die Veränderung auch mitzukriegen. Wie ich schon gesagt habe, wir haben die Tendenz, Ärger als Schuldzuweisung nach draußen zu bringen, anstatt bei uns zu bleiben, uns zu halten, zu umarmen und unsere Irritation anzuschauen. Ärger ist gut zum Üben, Neues entstehen zu lassen, zu verändern und Mitgefühl zu üben. Dazu brauchen wir immer wieder Ärger. Und der kommt auch immer wieder. Ganz von alleine, plötzlich ist er da. Irgendetwas regt uns wieder auf und wir kriegen die Möglichkeit zu üben. Wir machen die Wahrnehmung zu einem Teil von uns. Wir identifizieren uns zum Beispiel mit einem Baum und fühlen uns als Baum. Zum Beispiel kräftige Wurzeln, stabil, beweglich, im Geist. Das sind so Möglichkeiten, um uns sehr bewusst zu werden über das, was wir wahrnehmen. Und auch was Identifikation mit uns macht. Ein anderes Beispiel wäre noch, ich sehe einen verletzten Hund auf der Straße. Es entsteht Mitgefühl und ich gehe in die Handlung, was sehr heilsam ist. Um wirklich wahrzunehmen, bedarf es einmal ein Objekt, zum Beispiel Himmel, ein Subjekt, nämlich das Auge, das da sieht, und einen Inhalt. Dazu brauchen wir unser Sehbewusstsein. Denn ohne Sehbewusstsein können wir nicht zuordnen. Oder ich fühle Ärger, Objekt, in meinem Beispiel hierzu, meine Tochter. Subjekt, ich, mein Gefühl. Und der Inhalt, Geistbewusstsein, sie macht etwas, was mir nicht gefällt. Obwohl es meine Empfindung ist, ist es auch meine Tochter, die davon berührt wird. Alles hängt mit allem zusammen. Das ist wieder dieses Intersein.
Das heißt, letztendlich betrifft es immer uns beide. Es betrifft nie nur mich. Mit dem ganzen Vorgang, in dem ich drin bin, der betrifft letztendlich auch Sie. Weil meine Reaktion ihr gegenüber, ihre Reaktion dann auf meine, und so gibt es immer ein Zusammenspiel. Um aus diesem Leid herauszukommen, hat uns Buddha die vier edlen Wahrheiten genannt. Leben ist Leiden, aber es gibt einen Grund dafür. Ich kann Leiden verändern und es gibt einen Weg daraus, nämlich der edle achtfache Pfad, die vielen Möglichkeiten, die wir da kriegen, uns aus diesem Leid herausbewegen zu können. Ja, Leben ist Leiden, aber nicht nur. Leben ist auch unendlich viel Freude. Nämlich dann, wenn wir uns die Schönheit, die wir um uns herum haben, und gerade wir, wo wir hier in diesem bayerischen Land mit so viel Schönheit umgeben sind, die Berge, jetzt im Herbst, die wunderschöne Färbung der Bäume. Und es geht ja nicht darum, dass wir es nur anschauen, sondern wir freuen uns darüber. Und auch, wie sich so ein Blatt verfärbt, welche wunderschönen Farben es vorbringt. Ich finde das alles so bezaubernd. Und da ist wirklich auch dann so viel Dankbarkeit. Und da, wo Dankbarkeit ist, ist auch Freude. Das ist für mich immer wieder die Grundlage. Und so gibt es unendlich viele schöne Dinge, die uns Freude bereiten können. Also Leiden ist nur ein kleiner Teil. Und je mehr wir die schönen Dinge anschauen können, unsere Freunde, das Liebevolle, das Miteinander, das wir leben können, umso mehr Freude kann sich in uns ausbreiten. Und ich denke, mit der Zeit wird dann der Ärger oder das Leid immer weniger. So stelle ich es auch bei mir fest, weil es einfach so viele schöne Dinge gibt. Es ist wie mit dieser Geschichte von diesen Kindern, so ein schönes Büchlein, Der Weg zum Glück, die in so ein Dorf reinkommen und da sitzt dann einer in seinem Garten und freut sich über die wunderschönen Blumen, die er da drin hat. Zauberhaft, der ganze Garten ist voll und er sitzt mittendrin und freut sich. Und die Kinder fragen ihn dann, wie es kommt, dass er so viele schöne Blumen da drin hat. Und ein anderer, der sich abplagt mit dem Unkraut und fast keine Blumen da hat, dann hat er gesagt, ja, er hat die vielen Blumen gepflanzt und damit hat dann das Unkraut keine solche großen Möglichkeiten mehr. Unkraut in Anführungsstrichen, Unkraut gibt es ja eigentlich nicht. Aber das ist so der Hintergrund. Je mehr wir uns mit schönen Dingen beschäftigen, und da müssen wir sehr drauf aufpassen, wie schnell sind wir in kritischen Gesprächen drin, Gespräche, die negativ werden, wo wir bewerten, wo wir überhaupt, wenn es um die Politik geht oder so, oder um das, was alles gemacht wird und was man alles macht, dass wir uns da möglichst bald wieder klinken, weil meistens können wir da nichts dran verändern und lieber zu uns kommen und die anderen, die schöneren Dinge anschauen. Tja, es ist leider so, dass wir uns zu wenig in unseren Gefühlen wahrnehmen. Oh, besonders in unseren liebevollen Gefühlen, in unseren dankbaren Gefühlen. Wir wissen zu wenig von uns und unserem Verhalten. Ich bin selber auch immer wieder überrascht, wenn mir jemand sagt, du, das, was du da gesagt oder gemacht hast, das war nicht so, war mir gar nicht so bewusst. Kommt immer wieder vor. Wir müssen uns noch viel mehr entdecken, denke ich. Weil wir haben unendlich viel Seiten in uns. Und wir sind, wenn ich allein betrachte, was wir mitbringen, von unserem Vorleben schon mal, von unserer Schwangerschaft, das heißt von der Schwangerschaft unserer Mutter her, die ganzen Erlebnisformen, die wir ja als kleine Babys in dem Bauch schon mitkriegen, dann die Geburt, dann das Umfeld, dann das, was wir alles in der Zeit erlernen. Und der Teil sagt immer, unsere ganzen Ahnen hintendran, die leben sich auch in uns. Dann ist es eine solche Vielfalt, die sich in uns lebt.
dass wir, glaube ich, nie fertig werden, uns wirklich zu entdecken. Muss ja auch nicht sein. Es langt ja schon, wenn wir so ein paar Seiten finden, die liebevoll und schön sind. Ein paar, mehrere und vielleicht nur eine, die nicht so schön ist. So wäre es doch ganz gut. Ja, diese tiefe Erkenntnis des Zusammenspiels ist die Grundlage für wahren Frieden und Glück. Wir suchen nach der Wahrheit und darin liegt die Bewegung des Bewusstseins. Und unser Bewusstsein verändert sich auf dem Weg der Bewegung bzw. der Suche nach uns, nach dem Leben, nach all dem, was uns umgibt.